Ja, hi, willkommen, mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir uns dem Institut offiziell angeschlossen. Ich habe auf Steam mal nachgeguckt, hier, bei jeder Fraktion, ob die uns hier abschlachten oder nicht, aber scheinen uns alle nur freundlich gesehen zu sein, also sehr gut. Das hat mich so erschreckt. Und da ist der Typ, den wir hier für die Institutmission helfen müssen. Jetzt hilft er uns hier. Bin nämlich immer noch alleine. Was ist hier Rüstel? Oh nein. Ach Gott. So. Bin übrigens noch alleine, das heißt, immer kann den sein Feuer auf jemand anderen lenken. Als alles. Gut. Das ist der Runner. Das nennst du einen Kampf? Was auch gut, warum gehst du denn auf die los? Ja, damit nichts zu tun. Ich kenne ihn nicht, ich habe damit nichts zu tun. Aber auf die so schießen, Mann. Dann geht der auf die Burschaft los, sage ich, ey. Mann. Oh Gott. Und jetzt? Was tut er denn? Und jetzt schon wieder auf mich direkt. Ich will da nur. Hi. Hallo Idiot, hör auf zu schießen. Mir ist jetzt schon langweilig. Ah, ich muss nicht warten, bis sie sich hier zu Ende gekämpft haben. Ja, was? Na, also. Oh, dann gehe ich da hinten zur Kirche erstmal. Irgendwas anderes, was hier noch ist. Super. Arsch. Hier haben wir ja den Ort erfunden. Will wahrscheinlich eine Ewigkeit dauern, bis wir fertig sind. Oh ne, Idioten. Aber Urschaftstypen sind nach. Gut. Alter. Bin ich auf einmal los, ey. Kann mich ja gar nicht einmischen irgendwo. Ey, ist dann alle okay? Geil. Ich kann jetzt nicht auf irgendeinen losschießen, dann kommt die andere Fraktion und macht nicht Platz, habe ich so das Gefühl. Ich möchte mich auch nicht in den Kampf einmischen. Ja, das ist eine Kirche, lass da reingehen. Nein, ich habe doch Probleme. Nein, Chapeau. Warte, aber ich jetzt einen Verbündeten dabei habe, kriege ich weniger Erfahrungspunkte. Wegen irgend so einem Perk, das ich aus dem Magazin bekommen habe. Großartig, ist hier überhaupt irgendwas? Ja, hier ist immer irgendwas. War das? Ja, da war wieder so ein Affe. Okay. Und hier ist nix. Bin ich gerade da. Ist den Ort da hinten noch erkunden. Damit er wohl mit den Burschaftstypen da fertig sein.
Da muss ich hier extra Zeit verschwenden. Was ist denn der? Lass mal gucken, ob der fertig ist. Ja, hast du dich fertig geprügelt mit denen? Na los, komm. Wir haben den ganzen Tag Zeit. Also okay, hast du dich genug ausgetobt mit den Leuten? Ich bin bereit reinzugehen, Sir. Du musst der Runner sein, den ich treffen soll. Ja, Sir. Bezeichnung X688. Ich habe die Wache bereits neutralisiert. Sagen Sie Bescheid und wir können den Angriff auf die Hauptflottille starten. Okay, dann los. Direkt hinter Ihnen, Sir. Ja, komm mit, Kollege. Folgt mir, ne? Muss ich lang? Hier in Libertalia. Das ist diese riesige Raider-Basis. War ich jetzt vor kurzem. Boah, gut, dass das vorbei ist. Messer. Wer bist du? Was ist ein Name? Hi. Hör zu, ich bin gerade nicht in der Stimmung zum Quatschen. Wieso? Was? Was, ein Zünd oder was? Wo ist der? Wo ist der andere Typ? Oh. Ihr seid doch alle Scheiße. So, da war ich. Hab ich das jetzt schon gesagt oder nicht? Da war ich erst vor kurzem. Da waren wieder alle Raider da. Ein bisschen, weil er mich abgeschlachtet wegen Erfahrungspunkt und so. Wir müssen ja jetzt dann wieder da sein wegen Quest und so, ne? Ein bisschen gewackelter Teil. Ja, der Typ ist nicht hinter mir, weil. Irgendwie geil, wenn jetzt nur noch hier der Gabriel-Typ da ist. Achso. Wo bin ich denn jetzt gesprungen? Da unten kannst du gut mehr. Hier ist echt keiner mehr übrig. Boah, er hat doch, glaube ich, irgendwie gesagt, er hat die fertig gemacht, ne? Dieser sind ja die Raider alle fertig gemacht, glaube ich. Chillig bis jetzt. So, war schon da. Dann sind ja mal zu viele Bruderschaftstypen rumfliegen. Ich dachte, langsam mal. Hoppa. Hoppa. Alter. Ah.
Ja, wie hoch kann ich ja springen? Da irgendwo ist ein Anzug. Ja, sind noch nicht respawnt, nehme ich an. Ah, und den Abdrücken ist zurück, ja. Ja, bin zu geil von dieser Quest. Oh Mann. Einfach daran gedacht, das wären Tauben. Das macht's besser. Ja, hier war ich letztens, jetzt sieht man schon. Ja, ja, wir haben uns ein bisschen Zeit erspart. Ist auch geil, was? Weniger Action, aber was soll's. Ich den einen Typen habe ich auch schon erledigt. Ich meine, der hieß nicht Gabriel. Okay. Na los, komm her. Venus Kaptanz. Warten Sie kurz, Sir. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges sagen. Oh, du bist auch noch hier? Was gibt's? Ich gebe Ihnen den Zurücksetzungscode von B592. Hört er ihn, werden seine kognitiven Prozesse zurückgesetzt und er wird gefügig. Sagen Sie B592 zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Danach den Autorisierungscode Gamma 71 Epsilon. Wenn er abgeschaltet ist, kann ich ihn sicher zum Institut bringen. Gut, ich würde gern unnötige Gewalt vermeiden. Vielleicht ist er da nicht allein und wir müssen Gewalt einsetzen. Das ist alles, Sir. Bereit, wenn Sie es sind. Okay. Mach mal los. Ja. Wenn da mehrere sind, hätte ich das im Fuß. Oh Gott. Dass es Beute von ehrlichen, hart arbeitenden Commonwealth-Banden stiehlt. B-592, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierung Gamma 71 Epsilon. Okay. Gabriel, kannst du mich hören? Scheiße, wir haben was mit ihm gemacht. Schaltet sie aus. Oh, Scheiße. Ich hab abgeschaltet. Ja, wenn er kaputt gewesen wäre, wäre er vielleicht nicht mehr so brauchbar gewesen. Gute Arbeit, Sir. Ich bringe den Zins. Hier ist X688. Bereit für Transmission mit dem Zins B592. Oh. Okay, war. Wo ist er schon wieder? Er ist schnell in der Hand. Okay, so macht er zurück. Boah. Das war's. Mein Gott, das war voll antiklimatik. Wie das Finale von Faber. Das Finale von dem Hauptspiel wird ein bisschen besser. Oder von Nuka World. Kämpft gegen eine riesige Nuka-Cola-Flasche. So wie in Saints Row 4. Ein Kindersünd. Das ist bemerkenswert. Okay. Und ob es Vater gefällt, dass ich den so zurückgebracht habe oder nicht. Eine Möglichkeit, was herausfinden. Also finde ich mich hier sogar zurecht. Schön, dass du unversehrt bist. Die Aufgabe war schwierig, aber du musst es selbst erleben, wie gefährlich ein abtrünniger Sünd sein kann.
Gabriel und seine Bande waren kranke Bastarde, die ihre Opfer wie Trophäen aufgehängt haben. Gut, dass es vorbei ist. Wir können zwar nichts für Gabriels Opfer tun, aber das Wissen, dass die Gefahr gebannt ist, spendet uns etwas Trost. Aber genug davon. Die Aufgabe ist erledigt und du hast den Zünd unversehrt zurückgebracht. Ja. Besser hätte ich es mir nicht erhoffen können. Gut gemacht. Während du weg warst, habe ich ein Quartier für dich einrichten lassen. Okay. Du findest alles, was du brauchst, sowie reichlich Waffen und Ausrüstung. Schau es dir mal an, es wird dir bestimmt gefallen. Okay. Oh, ich wohne jetzt hier. Ist eigentlich nicht schlecht, ne? Kann ich hier Sachen bauen? Das wäre awesome. Was hat? Du solltest dir das Zimmer ansehen, das wir vorbereitet haben. Ja, schon, ich gehe ja schon. Nichts zu melden, Sir. Boah. Statusmeldung. Habe ich gesagt, ich finde mich jetzt zurecht. Unter mir, was? Boah. In der Mitte. Boah. Ich fühle mich ja voll zurecht. Sündanhalt. Sie hat ein bisschen höher, als ich gedacht hatte. Entschuldigung. Na, wo ist das? Da irgendwo. Schön, Sie zu sehen. Vielleicht auch Sachen reinbauen und so. Ihr Quartier ist da drin, Sir. Wenn das auch mit einer Wachspuh oder irgendwie so weit. Vater Sie sehen. Ja, nichts bauen, schade. Schlacht vom Bunker Hell, okay. Ist echt nix hier, ist gar nix. Eine Dusche funktioniert nicht. Mal mit so viel Technologie, die wir haben. Und hier? Ich will abholen. Es muss oder so mit Dingen sprechen. Okay. Ich habe so einen Balkon hier, glaube ich. So wenig hat er nur. Eine Abkürzung genommen, Vater. So wie Sie stolz auf mich. In die Welt gebracht haben, hat er uns in die Welt gebracht. Ah, hallo, Vater. Sag mal, ja, hallo, was Vater. Würdest du tun, wenn dich jemand bestohlen hätte? Ich würde darüber reden und versuchen, die Dinge friedlich zu lösen. Ein bewundernswertes Ziel. Doch manchmal gibt es Situationen, in denen bedeutsamere Dinge getan werden müssen. Die Gruppe, die sich Railroad nennt, hat mehrere Synths des Instituts an sich gebracht. Synths, die in den letzten Monaten verschwunden waren. Sie wollen diese Synths zweifellos befreien, weil sie sich einbilden, die Synths wären empfindungsfähige Wesen. Du hattest Kontakt mit der Railroad und kennst daher ihre fehlgeleiteten Überzeugungen. Railroad? Nie davon gehört. Jetzt hör auf mit den Spielchen. Ich weiß, dass Sie maßgeblich daran beteiligt waren, dich zum Institut zu bringen. Keine Sorge, ich nehme es dir nicht übel. Normalerweise sind Sie nur eine unbedeutende Plage. In letzter Zeit wurden Sie aber mutiger. Ja, oh ja, kommt das wohl? Erreicht, an dem eine Reaktion nötig ist. Wir wissen, wo sich diese Sins zurzeit befinden. Und müssen sie zurückholen, bevor die Railroad sie verstecken kann.
Wo befinden sich die Synths? Eine kleine Siedlung beim alten Bunker Hill-Denkmal. Aber es ist wichtig, dass wir bald handeln, bevor die Railroad herausfindet. Ich glaube, da kommt schon der erste Punkt, wo ich mich entscheiden muss. Die Bruderschaft soll auch keinen Wind von der Angelegenheit bekommen. Sie würde es nur noch komplizierter machen. Okay. Ich handle schnell. Du kannst auf mich zählen. Eine Kontaktperson wartet vor Bunker Hill auf dich. Viel Glück. Reiche Bunker Hill. Informiere die Bürgerschaft, informiere die Railroad. Okay. Das ist, glaube ich, ein bisschen eindeutig jetzt. Okay, was mache ich jetzt? Ich höre das DIA-Versteck. Ja, gute Frage, was mache ich jetzt? Soll ich da hingehen? Keine Ahnung. Ich habe noch ein paar Missionen offen. Sollte ich mit der mal erstmal Bescheid geben? Schlacht vom Bunker, das klingt schon mal sehr episch. Dann sollen wir das hier mal machen. Auch schon seit Ewigkeiten im Dingens. Gehen wir mal hier hin, machen die Mission. Schaffen wir noch 9-8 Minuten oder so, ne? Ah, Gott. Er klingt schon wieder, als müsste ich mich hier entscheiden für irgendeine Fraktion. Jetzt schon der Wendepunkt hier so. Sollte ich mal im Internet nachgucken. Ich weiß, aber man kann sich nur für eine Fraktion entscheiden, so wie in Fallout New Vegas. Also wir beide sich auch schon. Was passiert denn eigentlich, wenn man jede Fraktion zum Feind macht? Da kann man die Hauptstory doch gar nicht mehr zu Ende spielen. Was passiert dann? Dann legt das Spiel einfach auf. Das Spiel einfach Ende. Da steht einfach nur Game Over auf so einem Bildschirm. Und der Spielschirm wird gelöscht. So, okay. Da ist noch ein Ort. Den haben wir noch nicht erkundet. Lass da hingehen. Statt irgendeine andere Mission zu machen, hallo. Ich gehe lieber in irgendeinen Ort rein. Hallo. Nein, nicht Gunner. Nicht Gunner. Hi, du bist ein Gunner, oder? Ja. Bang. 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 Oh, ja. Bang. Bang. Okay, und shoot. Hoch. Gehen wir zu diesem Ort hier, den ich noch nicht kenne. Kann ja nicht so groß sein, ja. Was hat der? Hestas Haushaltsroboter. Gehen wir mal da rein, also auf den Gegner. Sollen wir mal wieder irgendjemanden mitnehmen, ja? Damit ich mehr Erfahrungspunkte krieg. Ich habe ein Magazin, das ich mal bekommen habe. Hi. Der wird sich Kotzwelt wohlfühlen. Und die werden da sowas von alle hier aktiviert. An irgendeinem Punkt, ne? Ein Roboter von Hestas steht für Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Ja, es war klar. Haus und Hof. Ihre Familie wird Roboter von Hestas lieben. Was ist der jetzt auch mit aktiv? Dieser winzig hier Ort, passt auf.
einfach kaputt gegangen. Der Sicherheitsgarantie von Hesters können Sie vertrauen. Babysitten. So, ja. So viel dazu. Was? Ist da so ein Ziel aufgetaucht, aber? Das. Aber ich muss ja da ein technisches Dokument dann ist. Oh Gott. Das ist ein ganz dicker. Oh Gott. Ja, ich glaube, sie hat das Gefühl, ich werde hier überall kämpfen. Aber der aktiv ist. Einsatzgebiet kompromittiert. Oh Gott, auch noch so einer. So, der wäre ich direkt aktiviert. Du hast mich an die Nippe grapschen. Aber right away. Bis gleich. Au, au. Oh, der ist immer am Blocken. Ey, was soll das? Auch zu blocken. Kann ich immer so genau blocken? Oh, das ist voll schwachsinnig, dass ich da nicht abblocke. Da, die blocken immer direkt, wenn ich... Die blocken mal direkt. Wenn ich einen Angriff abgeblockt habe, dann macht den Angriff voll nutzlos. Ey, das gibt's doch nicht. Hör auf damit. Mann, super, das hier so blocken. Boom. Oh mein Gott. Ja, voll unfair. Ist allgemein aufgefallen. Nahkämpfer sind irgendwie viel schwieriger zu erledigen mit Nahkampfwaffen. Sind, ne? Das Ding wird da sowas von gleich hier anspringen und mich voll zerstören. Ich könnte das auch jetzt so erledigen. Ich muss einfach den Fusionskern abschießen. Verschlossen. Da kann ich mir mein Hammer aufschließen. Hallo? Also aufschlagen. Cool. Fackelpuppe, Magazin. Jetzt raus. Ist sie nicht? Den lasse ich da schön in Ruhe.
wieder fertig, okay. Dann nehme ich euch beim Wort. Und dann noch was hier oben ist. Da können wir ein paar beenden, weil dann haben wir schon wieder 30 Minuten, dann ist es schon wieder so spät, ja. Könnte auch 50 Minuten aufnehmen, ne? Ich glaube 3 Stunden aufnehmen. Pro Part. Jeden Tag neuer Part. Das wäre krass. PC schafft das ja jetzt. 20 Minuten ist ein Part zu Ende gerendert und nicht mal, glaube ich. Ich glaube sogar 10 Minuten schon. Das ist unglaublich. Für eine halbe Stunde. Ne, länger. Stunde. Pro Part. 30 Minuten. Das ist unglaublich. Da war Rebube. Hallo, na? Was denn hin? Genau, irgendwas. Okay, dann beende ich den Part hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Durchladen. Hallo. Von Let's Play Fallout 4. Boom. 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 Danke mich als Hilfe. Was? Bis zuschauen. Nee. Dann sage ich tschüss, bis zur nächsten Folge. Den ignoriere ich einfach. Gut. Tschüss.